Einen wunderschönen, ja, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wo, wann auch immer ihr dies jetzt hier gerade anschaut. Ich begrüße ganz herzlich wieder mal hier in unserem verwilderten Teil des Tarotgartens im Orakelhain den lieben Roy Buchholzer aus Hamburg. Moin. Genau. Fünf ins Phrasenschwein. Genau, und ich würde dann einfach noch ein Grüß Gott und Servus anhängen. Ansonsten. Dann haben wir alle abgekaspert und dann kann es losgehen. Ja, danke, dass ich mal wieder im Orakelhain sein darf, dass ich mich hier wieder meinen Lieblingen widmen darf, meinen, wie sagt's eine sehr liebe Klientin immer, fragen Sie doch bitte Ihre Freunde. Also das finde ich sehr schön und ich fühle mich auch diesen Karten sehr verbunden. Das merkt man ja. Also mittlerweile kennen wir uns ja über diese Orakelkarten doch schon eine Weile. Es ist ja schon, ist ja nicht die allererste Sendung, die wir da zusammen machen. Und ich merke immer wieder, wie bereichernd es ist, sich mit dir über sie zu unterhalten. Und wenn du so ein bisschen was von deinem Wissen preisgibst, man ahnt, du weißt noch viel, viel mehr. Aber alles muss man ja nicht verraten. Aber ich versuche so viel wie geht aus dir herauszukitzeln für euch da draußen, damit ihr auch irgendwann mal sagen könnt, solche Freunde wie die Orakelkarten möchte ich auch haben. Ja? Und heute haben wir uns wieder zwei besondere ausgedacht, zwei mit abstrakten Begriffen. Was ist heute auf unserem Programm? Kurz vorab, wie diese Karten entstanden sind, konnte die Gesellschaft, die für sie eingestanden ist, nicht hergehen und hier irgendwelche esoterisch angehauchten Begrifflichkeiten draufgeben. Denn da hätte die Kirche, die zu dem Zeitpunkt in der K&K-Monarchie sehr stark war, sofort einen Riegel vorgeschoben. Und darum haben wir immer so irgendwie verwirrliche Begriffe wie Beständigkeit oder Kind. Oder, nee, da steckt natürlich viel mehr dahinter, nämlich auch ein bisschen ein Verwirren. Und heute haben wir zwei Bilder, zwei wunderschöne Karten, die mir für mich Geschwisterkinder sind. Ich komme dann noch darauf. Und diese beiden haben einen sehr wichtigen Punkt, denn sie geben uns Kraft, sie geben uns Mut, sie geben uns Durchhaltevermögen und Durchhaltewillen. Also ganz klar der Hinweis auf, gebt nicht auf, sondern dranbleiben. Es sind zwei sehr weibliche Karten. Also wir sehen zwei weibliche Gestalten. Auch die Farbigkeit ist, finde ich, sehr schön. Also gerade jetzt die beiden nebeneinander haben das Spektrum vieler warmer Farben drinnen. Also da ist auch farbig sehr viel geboten, wie ich finde. Wobei wir müssen vorsichtig sein, wenn wir uns zu stark von den Bildern beeinflussen lassen, dann werden wir irregeleitet. Denn hinter den Bildern steht keine Person, sondern hinter den Bildern stehen Affirmationen, hinter den Bildern stehen Hinweise, hinter den Bildern stehen Aufträge, wenn du so willst. Und wenn mich da mich nur auf auf das Geschlecht versteife, dann bin ich schon auf den ersten Schritt zum Irrweg. Man könnte sagen, es sind Allegorien, die in Gestalt eines Menschen, in dem Fall einer Frau, abgebildet werden, vielleicht auch traditionell. Die Hoffnung wird, ja, ich habe jetzt schon mal die Karte hier hochgehalten, ja auch in der Religion oft durch eine weibliche Gestalt als Allegorie verkörpert. Da denke ich mal, da konnte auch ein Katholik was mit anfangen. Gerade auch der Anker, der daneben ist, das gehört ja eigentlich zu den drei katholischen Tugenden, Hoffnung, Liebe und Glauben. Da haben wir natürlich eben den Anker der Hoffnung. Ja, und den Anker habe ich mit der linken Hand ganz spielerisch da und in der rechten Hand, da streue ich Rosen. Wobei es ist unerheblich, ob ich die Rosen als Abschied, weil der Geliebte jetzt auf dem Segelboot ist, das da hinten ins Meer sticht, oder ob das die Rosen sind für Personen, die ich jetzt dann bekomme, weil der Geliebte auf dem Segelboot ist. Ihr seht schon, es ist egal. Hauptsache, man genießt das Schöne. Aber Achtung, in der Hoffnung ist immer das Positive drinnen. Aber wir sehen auch, im Hintergrund könnten auch Gewitterwolken aufziehen. Und darum ist es immer mit ein bisschen Glück versehen, ob diese Hoffnung schlussendlich auch
gut ausgeht. Aber ob findest das du Schiff nicht, gut wieder zurückkommt. Findest du nicht, dass sie auch ein bisschen traurig schaut oder täuscht mich das nur? Also ich melancholisch. Ich würde ihr eher ein elegantes Gesicht zusehen. Ja, eine ja. Person, die eher über den Dingen steht und die ein klassisches Profil hat, würde ich eher. Ja. Ja, elegant, so, also ich würde sie fast so ein bisschen, ist natürlich jetzt meine Deutung, ein bisschen so blasiert, so ein bisschen so die Nase, so ein bisschen nach oben, aber ich changiere in meinen Empfindungen. Ist sie melancholisch, ist sie elegant, aber wahrscheinlich Christoph. War in der damaligen Zeit das alles sowieso, man war elegant, indem man ein bisschen melancholisch geschaut hat. Das kann ja alles damals zusammengegangen sein. Wer solche Kleidung trägt, kann alles gucken. Ja. Und sie ist barfuß. Guck mal. Ja. Ja. Hinweis auf Erdung. Achtung, sie ist nicht barfuß, sie hat Sandalen. Ah, genau. Wenn man genau hinschaut, hat sie Sandalen. Stimmt. Und diese Person hat eine Erdung. Mhm. Das zeigt sie mit den Beinen. Das sieht man selten auf den traditionellen Orakelkarten. Und für mich, Entschuldigung, wenn ich dir da jetzt ins Wort gefallen bin, weiter, für mich sind diese beiden Karten Geschwister. Mhm. Ja, ich übersetze das immer für meine archaische Art. Ja. Die Sehnsucht sagt ganz leise, ich habe Hunger. Und die Hoffnung sagt, ich mache mal Butterbrot. Mhm. Ja, weil ich warte gar nicht erst, bis irgendwas passiert. Ich übernehme gleich die Handlung. Ja, also, und bei der Sehnsucht ist es dann ein bisschen verspielter, liebevoller, hoffnungsvoller. Passiert. Bei der Karte, die Hoffnung, nur ganz kurz, weil mir das so gerade einfällt, die hat was sehr, du hast recht, was sehr Nobles, sie hat was Göttliches fast schon. Also sie erinnert mich an so Statuen der Athene oder so, was weißt du so. Also die hat die Sachen schon im Griff, würde ich mal sagen. Es ist also eine, die. Und dieses Werfen der Rosen hat aber, finde ich, auch was Melancholisches und hat auch irgendwie sowas von, ich weiß nicht, sowas Schicksalhaftes. Ich kann es nicht beschreiben. Man sagt ja nicht umsonst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Also das ist ja auch so ein Spruch, der einen Mut macht. Oder wenn man in die Mythologie schaut, ne? Odysseus Frau hat 20 Jahre auf ihn gewartet. Und ihr Warten, ihre Hoffnung wurde belohnt. Und genau das Gleiche könnte hier dieser Person auf der Karte passieren, dass sie sagt, jawohl, ich glaube einfach, er kommt zurück. Aha. Also da segelt einer davon. Zum Abschied gibt es die Rosen, die im Winde davon wehen. Ein Zeichen der Liebe vielleicht auch, der Verbundenheit mit dem, was ich da gerade verabschiede. Aber es die Hoffnung, dass er oder sie oder es wiederkommt, ist einfach da. Ja. Also für mich immer so, ich bin stark, ich bin in meiner Hoffnung, ich bin hoffnungsfroh. Ja? Und von diesen bringt mich nichts weg. Vielleicht hilft dir das ein bisschen, wenn man es astrologisch anschaut. Wir haben da das erste Haus, wir haben da den Widder. Ja, hätte ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht, aber vom Prinzip her passt es natürlich. Na, wenn man den Anker, so wie er da ist, umdrehen würde, dann wäre er ein Widder-Symbol. Ja? Zum Beispiel. Vielleicht kommt das daher. Ja, also, hast du schon angefangen, sie zu vergleichen, zu kontrastieren mit der Sehnsucht? Auch die Gemeinsamkeiten. Zeige ich mal die Sehnsucht ein bisschen näher, weil ich finde, das ist eine ganz wunderschöne Karte. Ja. Auch toll gezeichnet. Die Karten wurden ein bisschen koloriert. Ich habe noch eine ältere Version. Da ist das Kleid, geht fast ins Lilafarbene. Ich versuche mal, euch das zu zeigen. Ja, kann man gut sehen. Und da gab es dann auch schon in Kursen so, ja, stimmen jetzt meine Karten überhaupt noch? Ne? Weil meine Farbe ganz eine andere ist. Ja, natürlich. Also, das ist nur ein Detail. Da hat sich wahrscheinlich auch niemand wirklich Gedanken gemacht,
in der Druckerei. Also es ist auch eine stolze Frau, die ich sehe. Ja. Es ist eine, die sehr aufrecht steht, die den Vorhang zur Seite schiebt, ins Sonnenlicht blickt. Ist es die aufgehende Sonne? Ist es die untergehende Sonne? Vielleicht ist das auch unerheblich. Von der Stimmung hätte ich fast schon gesagt, eher eine Abendstimmung. Ja. Ja. Und so, sie wendet ja uns auch den Rücken zu. Das macht ja die Hoffnung nicht. Die wendet sich ja uns zu. Ja. Die Hoffnung ist, die stellt sich uns. Die Hoffnung, die zeigt sich. Die Hoffnung, die gibt die ganze Vorderseite. Ja? Bei der Sehnsucht, da sehe ich nur den Rücken, mehr nicht. Kannst du was über den Status dieser Frau sagen? Kann man da von der Kleidung her? Definitiv. Definitiv. Die Kleidung ist gutbürger oder bestbürgerlich. Man sieht dieses fallende Kleid. Also da ist, um es ganz platt zu sagen, Geld zu Hause. Man kann darauf schließen, dass es irgendeine Form der Trauer ist, denn nicht umsonst, sie trägt eine schwarze Schärpe. Ja. Okay. Also das ist so ein bisschen auf Aha. ich trauere noch. Sonst eigentlich, ja, die schaut auf Baumwipfel, die schaut in die Ferne, Ja. die erlaubt sich sehnsüchtig was herbeizubringen. Und vielleicht ist diese Karte auch für uns ein Aufruf, ein Weckruf, erlaubt dir deine Sehnsüchte mehr zu ins Blickfeld zu rücken und nicht nur immer, ja, also ich bin da ganz klar auf der Haben- und Soll-Seite. Nee, erlaubt euch zu träumen, erlaubt euch da offener mit euch selber, mit euren Anlagen umzugehen. Aber weil du vorhin das mit dem Odysseus so reingeworfen hast, na, da haben wir hier gesagt, Penelope verabschiedet ihren Gemahl und hofft, dass er wiederkommt. Und hier könnten wir sie ja sehen, wie sie immer wieder mal rausschaut und die Sehnsucht hat, kommt er wieder, ich blicke hinaus. Vielleicht auch, weil du von der Trauer gesprochen hast, die Sehnsucht begleitet von einer leichten Wehmut, aber eine Sehnsucht, die nicht aufgibt, sondern die immer wieder sagt, ich kehre immer wieder an das Fenster der Hoffnung zurück und blicke hinaus, er wird eines Tages auftauchen. Ja, wir haben in einem unserer Bücher da ein bisschen tiefer gegraben. Auf Griechisch, ich zitiere jetzt aus unserem Buch, auf Altgriechisch heißt Sehnsucht Himeros. Und das ist auch der Name dieser Gottheit. Und laut der Legende kamen Aphrodite und Himeros sich in die Quere. Und diese Androgyne, diese Mischwesen, die haben sich gegen Zeus erhoben. Hat natürlich Zeus nicht gefallen. Und danach hat er sie in diese Mischwesen verwandelt. Ah ja, genau. Ja. Ja. Und darum haben die dann auch nicht mehr ihre gesamte Kraft gehabt, sondern eben nur mehr 50-50, nämlich eine weibliche und eine männliche. Und in dem Zusammenhang ist auch ganz was Tolles entstanden, nämlich Eros, dieser Gott der Liebe. Und das haben wir hier auch schon ein bisschen. Ich bin sehnsüchtig. Ich freue mich auf die Liebe. Ich freue mich vielleicht auf den Geliebten, der da kommt, weil die Person hat ja ein bisschen das Kleid der Farbe der Geliebten. Vielleicht ist sie das. Diesmal Ja. sehen wir sie von hinten. Könnte es sein, also du spielst an auf die Geschichte von jeder Mensch hat so seine andere Hälfte, nach der er sich immer ewig sehnt. Dieses ursprünglich waren wir eins. Es gab ein männliches Wesen, ein weibliches Wesen, ein gemischtes Wesen. Zeus hat sie auseinandergespalten. Deswegen gibt es Männer, die nach Männern suchen, Frauen, die nach Frauen suchen und Frauen, die nach Männern und umgekehrt suchen. Und das ist sozusagen vielleicht, was heute so als Seelenpartnerschaft auch so durch die Szene geistert. Und was ja für viele ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Oder Dualseele. Ich weiß, dass es da einen Unterschied gibt. Ich kann ihn nicht so Ja. ganz zusammenkriegen. Bin da nicht so Also bewandert ich drin. glaube, dass heute das, was wir auf der Karte sehen,
einen Begriff bekommen hat, der ein bisschen für sensible Seelen unter uns einen wichtigen Begriff hat. Mhm. Und das finde ich in Ordnung. Denn mhm. unter Sehnsucht, das kannst du breit streuen. Mhm. Aber wenn du sagst Dualseele oder Seelenpartner, dann gehst du schon viel besser in die Sache rein. Mhm. Dann kriegt dieser Begriff noch viel, viel eine bessere Begrifflichkeit. Ich leg mal, weil du es gerade erwähnt hast, die Geliebte mal kurz dazu. Ja. Einfach so, dass man sieht, dass da diese Korrespondenz ziemlich deutlich auch in der Farbigkeit her ist. Ich finde ja auch, über die Geliebte haben wir ja schon gesprochen. Ich finde, die Geliebte, die hat auch so ein bisschen was Melancholisches. Also ich weiß, das ist wahrscheinlich, na wohl, wenn man sie sich genau anschaut. Sie kokettiert. Sie kokettiert, genau. Warum sehe ich immer was Melancholisches, Rui? Das hat was mit mir zu tun, oder? Dafür hast du mich. Genau. Du rückst das wieder gerade. Wir Steinböcke, wir haben eine Neigung zur Melancholie, so ist das. Nee, wir machen... Oder ich könnte mir vorstellen, wo unser beider, ich meine, ich war am Anfang auch so, die schaut so traurig, nee, schau öfter hin. Ja. Wir sehen halt das Ganze vom Sofa 2022, mhm. ne? Mit unserer ganzen Erfahrung. Die Karten wurden 1850 gemacht, ne? Und da muss man sich halt ein bisschen ein. Mhm. Ja, natürlich schaut die Hoffnung graziös aus und auch ein bisschen abwehrend und ich lasse nicht jeden in meine Nähe. Aber das war damals völlig normal. Ja. Deswegen ist das so wichtig, finde ich, dass wir auch bei uns in der Sendung machen wir das ja. Und da bin ich ja sehr froh, dass du das so gut einsortieren kannst, dass wir uns mit den historischen Bedingungen beschäftigen. Und zwar, weil ich finde, dass das auch sehr befruchtend ist, weil es uns auch erlaubt, mal näher hinzuschauen, so auf die Karten. Also nicht der erste Blick, sondern der zweite, der dritte Blick offenbart vielleicht tiefere Geheimnisse der Karte, als wenn man nur so oberflächlich drüber geht. Ja, eines unserer Credos in unserer Aus- und Weiterbildung ist immer, seht genau hin, was nehmt ihr wahr, was habt ihr auf der Karte, was ist da drauf? Und nicht einfach nur, tritratralla, ich habe bei XY gelesen, sondern nee, was siehst du? Ja, finde ich sehr gut. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, fast alle wichtigen Aspekte, Roe, der beiden Karten. Nein. Dann los. Ich freue mich ja, dass ich dir da auch ein bisschen was Astrologisches immer wieder bieten darf. Bitteschön. Wir hatten bei der Hoffnung das erste Haus, den Widder. Ja. Und hier bei der Sehnsucht haben wir den Mond. Aha. Ja. Finde ich, passt gut. Ja, das sind so, ich finde auch irgendwie, was mir auch aufgefallen ist, die Hoffnungskarte, die hat wirklich strahlende Farben, das ist Sonnenschein, na, der Aufbruch dieses Schiffs geschieht bei strahlendem Sonnenschein, auch wenn du sagst, da hinten könnte sich vielleicht ein Wetter zusammenbrauen, aber im Grunde genommen ist es hell. Und wir sehen bei der Sehnsucht eher, da unten, die Farben sind ja dunkel, sie kommt so ein bisschen aus der Dunkelheit, sie taucht so auf, sie ist geheimnisvoll verborgen, wir sehen ihr Gesicht nicht. Das ist so ein bisschen wie der Mond, der ja auch sein Gesicht immer wieder verbirgt und der auch ein bisschen ein Mysterium verkörpert, eine gewisse Magie. Und das hast du auch in der Karte. Mhm, finde ich auch. Sehr, sehr schöne Karte, sehr, sehr schöne Karte. Erinnert mich jetzt mal ganz kurz, Sven, es ist ein bisschen verwegen vielleicht, aber ein bisschen wie die Hohepriesterin von hinten gesehen, die den Schleier öffnet. Ist jetzt vielleicht ein bisschen verwegen, ich weiß. Ja, wenn wir uns vielleicht, dann sollten wir jemals darüber uns mit Teilnehmenden an einer Aus- und Weiterbildung drüber unterhalten, werden wir da vielleicht noch reingehen. Genau. Hohe Priesterin hat ja auch was mit dem Mond zu tun. Ich sag's ja bloß. So haben wir den Bogen geschlagen. So ist es. Ja, dann aber, glaube ich, Roy, haben wir alles erwähnt, was es zu erwähnen gibt. Zunächst, was uns übrig bleibt, ist, dass wir wieder ein kleines Orakel machen. Was schlägst du vor? Ja, wir haben wohl diese Hoffnung, ne, die für alles bereit ist, aber wir haben auch diese Sehnsucht, die weniger bereit ist. Und
Die eine, die blickt in die Zukunft und die andere ist ein bisschen rückwärts gewandt. Mhm. Und ich würde jetzt vorschlagen, wenn ihr da draußen Themen habt, wo ihr sagt, ja, wir blicken ja gerne in die Zukunft, wir sind ja auch dafür offen, aber wir brauchen auch immer unsere Vergangenheit. Und ich würde bei diesen beiden Karten so als kleines orakelmäßiges Legesystem vorschlagen, lasst uns doch mit drei Bildern von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft reisen. Wenn wir Projekte haben, wenn wir Aufgaben haben, wenn wir uns gerade irgendwas vornehmen, um so einen kleinen Standortbestimmer zu haben. Gut, ich mische die Karten schon, wie ihr seht. Ja, Christoph. Ich werde auch immer besser beim Mischen. Ich erfülle bald die EU-Norm des Mischens, so wie du mir das erklärt hast. Ja, es gibt da so die EU-Norm 4711235. Genau, und ich habe die ziemlich genau gelesen. Ich weiß, wie es geht. Ja. So. Und werde jetzt das hier ist wichtig. Das ist, genau, das ist wichtig, sonst wirst du schon EU-technisch. Ja, sonst kommt der Offizier vorbei und. Hingemahnt wirst du. Ja, ich werde hingemahnt. Solange ich nicht hingerichtet werde, gleich geht's noch. Nee, das lasst das rohe Jakel nicht zu. Okay. So, dann mal eine für die Vergangenheit. Fange ich damit an? Eine für die Vergangenheit, bitte. Denn daher, aus dieser Region kommen wir. Dann eine für die zweite Karte für das Jetzt, für das Ist. Und die dritte für die Zukunft dann folglich. Genau, was passieren wird, was sein kann. So, machen wir mal Platz. Ja, dann schauen wir mal in die Vergangenheit. Was war denn da so los? Moment, bevor du umdrehst. Hast du denn so ein Thema, wo du sagst, ja, da würde ich ganz gerne in die Zukunft schauen? Gibt es irgendwas bei dir? Ja, es gibt immer irgendwas. Okay, irgendwas geht immer, ne? Ja, ich habe jetzt, was Konkretes im Kopf. Gut, dann schauen wir mal für das in die Vergangenheit. Oh. Ja, diese Karte hatten wir auch noch nicht. Mm-mm. Krankheit. Es ist nicht der Hinweis, ihr seid bettlägerig. Mm-hmm. Ihr könnt nicht mehr laufen. Ihr seid beeinträchtigt. Nein, es ist der Hinweis, die Gedanken haben euch krank gemacht. Die Gedanken haben euch umgetrieben. Die Gedanken haben euch immer wieder an den gleichen Punkt gebracht und ihr habt wieder überlegt und wieder getestet und wieder und wieder und wieder. Aber es geht nicht weiter. Ja? Weil wir brauchen die Gegenwart und die Zukunft, um diese Krankheit auch mit aufzulösen. Mhm. Und das kann auch eine Form von einer Phase des Unwohlseins sein. Das kann eine Phase sein, wo man sich nicht mehr so wohlfühlt und wo man nicht dazu aufgelegt ist, um Scherze und Spaße zu machen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Aber ich möchte bewusst auch darauf hinweisen, das ist nicht das Thema Depression. Dafür sind wir nicht, es ist nicht gerechtfertigt, dass wir so ein Krankheitsbild beschreiben. Mhm. Aber es ist der Moment, wo man sagt, ich fühle mich überfordert. Mhm. Okay. Mhm, interessant. Ja, würde bei mir zumindest mal passen. Gegenwart. Hans im Glück. Ja, wir sehen hier die unverhoffte Freude. Wir sehen die Person, die da springt und da war und schaut mal her, da bin ich und was kann ich und das habe ich gemacht und alles andere mache ich auch noch nebenbei. Ja, das kann ich aber nur. Ich kann nur draußen lustig sein, wenn ich weiß, wie es in mir drinnen ausschaut. Ich kann da im Außen
ein lustiger Kerl sein, wenn ich ihnen getrauert habe, weil ich muss beide Seiten kennen. Weil sonst ist es einseitig, sonst ist es nur der Gaukler, wenn ich nur immer lustig bin und wenn ich nie durch das Schicksal gefordert wurde, mal in mich zu gehen. Das ist so, das sind wie bei der Hoffnung und Sehnsucht, ne, die gehören zusammen, sonst geht das nicht. Wenn der, die Krankheit sich nicht daran erinnert, dass es die unverhoffte Freude gibt, dann würde sie an ihrer Krankheit und Anführungszeichen verzweifeln. Also kann es sein, dass so in der Gegenwart die unverhoffte Freude auch bedeutet, verlass dich drauf, es geht weiter, es ist eine, ich meine, das heißt ja unverhoffte Freude, da steckt die Hoffnung ja drinnen auch, also auch wieder, ne? Denk immer dran, die Freude kann dich jederzeit ereilen, genauso wie ich das Leiden jederzeit ereilen kann, aber denk auch dran, dass die Freude dich jederzeit ereilen kann. Genau. Es kann jederzeit der Punkt kommen, wo du sagst, wow, genau das ist es. Schauen wir mal, wie es passiert in der Zukunft, oder? Darf Das ich? ist ja das, Drehe was ich mal spannend um. ist. Oh nein. Das siehst du an meiner Reaktion, die Karte haben wir schon öfters mal gehabt. Nein. Oh nein, ne? Oh nein. Ja, aber was sagt denn die Karte? Wenn du was loslässt, hast du Platz für Neues. Wenn du dir erlaubst, Dinge rauszustellen, hast du Platz für Neues. Wenn du aber krampfhaft an etwas festhältst, dann gewinnst du nichts Neues und verlierst nichts Altes. Und die Karten geben einem mit, pass mal auf, es ist nicht nur immer schattig und Regenphasen, sondern, ne, der unverhoffte Freude, Impuls in der Mitte, der gleicht das aus. Der kann hergehen und sagen, wow, wie schön ist es, wie toll ist es. Ich habe mir genau das immer gewünscht. Und ja, es sind links und rechts zwei unangenehme Karten, aber es steht nirgendwo, dass die Lebensüberlegung des Fragenden jetzt da völlig außer Tritt und Schritt gerät. Also für mich, jetzt wo du es erzählst, passt ziemlich gut, weil ich würde sagen, die unverhoffte Freude, ja, also so ist das. Es tauchen jetzt gerade Möglichkeiten auf und Perspektiven auf. Aber ich weiß, in der Zukunft heißt es auch, kürzer treten, Verluste zulassen. Also auch etwas loslassen ist ja für manche, wenn sie was loslassen, denken sie, sie verlieren etwas. Also. Ja, ganz, ganz ein schweres Thema. Ganz ein schweres Thema. Und darum würde ich da empfehlen, behaltet dieses Glücksgefühl der unverhofften Freude in euch. Weil dann ist die darauf folgende Karte abgemildert. Ja, dann habe ich nicht diesen, oh Gott, jetzt habe ich alles verloren, Schmerz, sondern ich kann hergehen und sagen, brauche ich nicht mehr. Genau. Brauche ich nicht mehr. Da, Das komm, ist, nimm. glaube ich, der richtige Umgang mit Verlusten und auch vielleicht Verlust neu für sich zu definieren, auch als Befreiung von einer Bürde. Also, na, wir halten ja an so vielen Sachen einfach fest, ununterbrochen, und merken gar nicht, dass sie uns mehr belasten als gut tun. Und wenn ich dann den Verlust zulasse, na, dann habe ich natürlich eine große Chance. Tja, lieber Rui, ich denke mal, vielen, vielen Dank für diese schöne Deutung dieser Legung. Und Sehr gerne. wir sind jetzt auch am Ende angekommen, mal wieder bei einer unserer Episoden. Freue mich schon auf die nächsten. Wir haben ja noch ein paar. Und Ein paar haben wir noch, ja. ein paar mal noch. Und Das ja. heißt, wir sehen uns wieder im Orakelhain. Genau, dann sehen wir uns wieder im Orakelhain. Und ihr da draußen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Wenn ihr abonniert, aktiviert auch die Glocke, weil dann werdet ihr wieder informiert, wenn Rui und ich wieder im Orakelhain unterwegs sein werden. Und eins steht fest, es wird so sein. Wann, das erfahrt ihr, wenn ihr den Kanal abonniert. Und kommentiert gerne, wie es euch ergangen ist mit dieser Legung, was euch die Karten sagen, ob ihr jetzt auch schon Feuer fangt für die traditionellen Orakelkarten, ob das etwas ist, was ihr vielleicht auch
in euer Repertoire mit aufnimmt oder schon längst habt, schreibt einfach, was das Zeug hält. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und dann überlasse ich dir wieder mal das letzte Wort, lieber Roy. Danke, Christopher, für diese Möglichkeit, dass wir uns hier im Orakelhain den traditionellen Orakelkarten widmen können, dass wir diese Karten vorstellen dürfen, dass wir zeigen, dass auch mit wenig Symbolik viel Aussagemöglichkeit ist. Danke, dass ihr zugesehen habt, dass ihr uns kommentiert, dass ihr uns auch an eurer Kritik teilhaben lässt, damit wir wissen, was können wir besser machen. Was ganz wichtig ist, und das kommt mir, ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, bitte bleibt gesund, ja, weil das kann man sich nicht kaufen. Ja, und darum ist es sehr, sehr wichtig, diesen Faktor immer mit sich klar zu machen und das auch halbwegs zu befolgen. Und last but not least, never give up.